Hey ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch mal 10 Gründe aufzählen, warum H2O die coolste Serie ist, beziehungsweise warum es sich auf jeden Fall lohnt, ein H2O-Fan zu sein. Und ich habe am Ende noch eine kleine Überraschung für euch. Erster Punkt ist, wenn man die Mädels alle hübsch findet. Ich glaube, jedes Mädchen nimmt sie vielleicht so ein bisschen als Vorbild. Oh, ich würde auch gerne so aussehen und von daher guckt man natürlich gerne H2O. H2O ist ja auch nicht so eine normale Teen-Story, sondern allein schon wegen diesen Meerjungfrauen und diesem mystischen Mako Island ist es ja irgendwas Besonderes und irgendwie ist es auf eine andere Art und Weise spannend. Und der nächste Grund, der sich natürlich dann einfach direkt daran anschließt, ist es einfach cool, eine Meerjungfrau zu sein, weil es ja einfach was Außergewöhnliches und Besonderes ist. Und ich glaube, wir alle wollen ja gerne eine sein. Außerdem lädt H2O ja auch so ein bisschen dazu ein, so die Unterwasserwelt kennenzulernen. Wir werden wahrscheinlich ja in unserem Leben sowas nicht erleben, dass man mal als Meerjungfrau durchs Meer schwimmt. Und dafür ist es halt richtig cool, wenn man dann so sieht, wie das alles so funktioniert. Außerdem ermöglicht H2O einfach so ein Erleben von Abenteuern, die man vielleicht selber gar nicht erleben würde. Und trotzdem weiß man aber, dass wenn dann so ein Höhepunkt kommt, dass am Ende eigentlich ja alles wieder gut wird. Und auch die H2O-Lieder sind ziemlich cool. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer so, spätestens wenn ich das Titellied höre, fange ich entweder an mitzusingen oder ich habe danach einen fetten Ohrwurm und singe dann irgendwie so den restlichen Tag vor mich her. Auch die Jungs bei H2O sind einfach richtig cute und vielleicht einfach so ein bisschen dafür da, dass man sich nochmal so ein bisschen in die Serie mehr verknallt, wenn man vielleicht auch sehen will, was machen die denn in der nächsten Folge. Und auch wenn sie manchmal vielleicht richtig gemein sein können, ich weiß nicht, aber sie kriegen es ja dann meistens auch richtig heimbezahlt. Außerdem spielt H2O an einer richtig coolen Kulisse. Ich meine, wer von euch würde denn eigentlich nicht gerne an einem Strand leben, wo jeden Tag die Sonne scheint und es ist warm, man kann T-Shirt und kurze Hose anziehen, einfach im Meer schwimmen gehen. Also ich finde es richtig cool und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich persönlich H2O so gerne geschaut habe. Und was auch noch dazu kommt, obwohl es von H2O ja 3 Staffeln gab und es eigentlich ja gar nicht mehr im TV läuft und es auch keine neuen Staffeln mehr geben wird, gibt es immer noch eine riesige Fangemeinde und es gibt so viele Leute, die es geschaut haben und mit denen man sich austauschen kann. Deswegen lohnt es sich einfach, ein H2O-Fan zu sein. Und der letzte und auch coolste Grund ist, weil es einfach mega coole Fanartikel gibt, die man sich jetzt kaufen kann und damit einfach wirklich selber schwimmen gehen kann und sich fühlt wie eine Meerjungfrau, obwohl man ja eigentlich keine ist. So ihr Lieben, das waren jetzt 10 Gründe, warum es sich auf jeden Fall lohnt, H2O-Fan zu sein. Und der letzte Grund war kein Scherz, sondern ihr könnt euch jetzt wirklich diese coole Schwanzflosse hier im H2O-Shop kaufen. Und dazu verlinke ich euch jetzt nochmal hier unten im Bild den Link und ich werde den auch nochmal in die Infobox posten, damit ihr auf jeden Fall zu der coolen Schwanzflosse kommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr euch eine holt und wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Macht's gut!